Heute im Makers Nähe Lexikon L wie Lochzange. Und bei der Lochzange ist der Name Programm. Da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, trotzdem will ich sie euch zeigen. Und sie kommt natürlich hier bei uns im Nählexikon Powered by Prim aus dem Hause Prim und sie sieht so aus. Ich habe so eine tatsächlich schon seit einigen Jahren zu Hause in meinem Nähkästchen liegen und ich will sie nicht vermissen, weil das Ding einfach die saubersten Löcher schneidet und ich zeige euch wie. Gucken wir uns das erstmal an. Wir haben hier einen Griff wie bei einer Zange und hier oben sind so kleine Stäbchen, mit denen ihr die Löcher stecht. Die Stäbchen haben unterschiedliche Durchmesser, die sind hier auch nochmal aufgezeichnet. Von 2,5 mm bis 5 mm geht das. Und das ist eine Revolverlochzange. Revolver ist hier eben dieser drehbare Aspekt. Ihr könnt hier vorne eben einfach diese verschiedenen Stäbchen, die hier so sternförmig angeordnet sind, immer einen weiter drehen. Und dann habt ihr hier an dieser Stelle jeweils den sitzen, der die nötige Größe hat, die ihr möchtet. Eine von denen hier eben. Kann man auch immer noch mal nachmessen. Also kann man eigentlich nichts falsch machen mit diesem Teil. Die kleinen Stäbchen sind innen hohl, sodass das Loch, was ihr geschnitten habt, also wirklich das Material, was dann ja verschnitten ist und rausgeschnitten wird, einfach ins Stäbchen reinfällt. Manchmal kommt es gar nicht sofort wieder unten raus, wenn ihr zum Beispiel ein dickeres Leder habt oder irgendein Material, was wirklich da drin steckt. Dann rutscht das erst durch, wenn ihr wieder Material nachschiebt. Also wundert euch nicht, wenn der Verschnitt einfach in der Zange stecken bleibt. Früher oder später fällt der raus oder ihr drückt den einfach mit einer Nadel durch, mit einer Stricknadel zum Beispiel. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, die meisten Lochzangen, diese Revolverlochzangen, sind nur in eine Richtung drehbar. Also wenn ihr kurz über eure Größe hinübergedreht habt, dann müsst ihr nochmal komplett rum, weil die Zange so eine kleine Sicherung hat. Das ist so ein kleines Plättchen, was wirklich sichert, dass die Zange nicht mitten im Drücken, mitten im Prozess irgendwie sich verdreht und ihr das Loch irgendwie an die falsche Stelle setzt. Das ist wirklich so, dass jedes Stäbchen an der Stelle, an der ihr es braucht, also da über dem Plättchen, wo das Material zwischengelegt wird, kurz einrastet, sodass ihr da euer Loch setzen könnt. Und dann müsst ihr mit ein bisschen Kraft das ganze Ding weiterdrehen und so könnt ihr eben die verschiedenen Lochgrößen machen. Warum Lochzange? Es ist einfach ein sehr, sehr viel saubereres Ergebnis als irgendwelche anderen Möglichkeiten, wenn ihr da mit einer Schere oder einer Nadel oder einem Messer irgendwelche Löcher in irgendwas reinstecht. Ich habe das selber gesehen, bevor ich meine Lochzange hatte, habe ich ständig versucht, mit irgendwelchen Sachen irgendwelche Löcher zu schneiden. Selbst wenn es ein großes Loch ist und ihr mit einer kleinen Fingernagelschere daran geht, es ist nie so sauber geschnitten wie mit der Lochzange. Die schafft wirklich ein ganz klares, sauberes Ergebnis mit einmal Zudrücken. Und ihr kommt durch die verschiedensten Materialien. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit so einer Zange zu arbeiten. Oder wenn ihr die Zange jetzt nicht habt, es gibt auch verschiedene andere Einschlagmöglichkeiten. Also da ist die Lochzange jetzt nicht besser oder schlechter als ein Dreifuß oder eine Einschlaghilfe mit eben den entsprechenden Aufsätzen. Allerdings habe ich gemerkt, die Lochzange ist einfach sehr viel schneller zur Hand. Also bei mir zu Hause ist die in der Schublade und wenn ich irgendwie irgendwo stehe und merke so, ja, mein Gürtel braucht noch ein Loch mehr oder weniger oder halt in egal welche Richtung, dann zücke ich die schnell aus der Schublade und mache mir eben schnell dieses Loch. Und damit kommen wir eben direkt auch schon zur nächsten Frage. Wo wird die Lochzange verwendet? Die kann man zweierlei beantworten. Einerseits eben, welche Materialien kann man damit schneiden? Und dann können wir gleich noch überlegen, welche Projekte werden damit überhaupt bearbeitet. Und ja, was die Materialien angeht, ich behaupte jetzt einfach mal, ihr könnt mit der Lochzange alles bearbeiten, was ihr auch mit der Schere bearbeiten könnt, also was ihr auch mit der Schere schneiden könnt. Das geht von Papier über Stoffe, über irgendwelche Leder, Echtleder, Kunstleder, Korkleder, Wachstuch, also alles Mögliche, was wirklich mit der Schere auch easy durchgeht. Und das geht aber auch noch ein bisschen weiter mit der Lochzange, weil die ja auch gut unter Druck arbeitet, also nicht nur mit den scharfen Kanten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein ganz dünnes Metall habt, was ihr mit der Schere tendenziell nicht schneiden würdet, dann würdet ihr da mit der Lochzange durchkommen. Wirklich ganz, ganz, ganz dünnes Metall, also eher so ein biegsames Blech. Wenn ihr ganz dünnes Holz habt, es gibt so manche Flugzeugsperrholzarten, die sind so wirklich richtig hauchdünn. Da kommt ihr zum Beispiel auch mit der Lochzange durch. Müsst aber gucken, das könnte splittern. Also da gibt es bestimmt ein paar Tricks, dass man das feucht macht, dass es nicht splittert. Im Großen und Ganzen, eine Lochzange ist wirklich sehr universell einsetzbar und ihr kommt durch alle möglichen Materialien durch. Wo ich es hier im Nählexikon oder im Nähcafé und auch zu Hause am meisten nutze, eben im Nähbereich, geht es meistens um Stoff und um Leder. Und bei Leder kommen wir direkt auch schon zu den Projekten, wo ich es am häufigsten nutze. Das sind in der Regel Gürtel oder andere Gurtbänder. Zum Beispiel habe ich eine Ledertasche, da ist halt das Gurtband und ich wollte die Tasche einfach ein bisschen enger sitzen haben und dann habe ich mir in mein Gurtband einfach ein neues Loch gestanzt. Oder für euch hier zum Gucken im Video habe ich einen Gürtel bekommen von einer Kollegin.
So sieht das Ding aus, so ein kleiner, feiner Ledergürtel. Der muss schon 100 Jahre alt sein. Sie hat gesagt, den hat sie von ihrer Oma. Hier vorne hat ihr kleiner Bruder mal dran gekaut. Und hier ist auch ein Beispiel drauf, davon, wie man es nicht machen sollte. Hier ist so ein Loch, was wirklich irgendwie geschnitten wurde, also mit irgendeinem Messer oder irgendeiner Schere so reingedrückt wurde, wo man auch wirklich sieht, das ist längst nicht so schön wie die anderen Löcher. Und hier hat Carla mich gebeten, dass ich hier einfach noch ein neues Loch einstanze und das werde ich einfach direkt hier setzen und zwar mit der Lochzange. Neben einfachen Löchern, die ihr zum Beispiel in Leder oder was weiß ich, anderen Materialien braucht, braucht ihr natürlich Löcher beim Nähen auch noch für andere Techniken. Wir haben ja hier im Nählexikon uns schon angeguckt, Nieten, Ösen, all solche Sachen. Dafür müssen auch Löcher in Stoff gedrückt werden. Für Druckknöpfe kann ich die jetzt nicht empfehlen, weil da sind tatsächlich die Löcher hier mit 2,5 mm, kleinste Größe, ein bisschen zu groß. Aber alles, was eben so an Ösen, an kleinen Ösen beginnt oder was dann so Nieten oder zum Beispiel auch so Buchbindeschrauben sind, all diese Sachen sind wunderbar mit der Lochzange zu stanzen und da habt ihr dann eben diese sauberen Löcher, die euch auch nicht ausfransen. Was ich euch noch empfehlen kann, ist wirklich immer sauber zu markieren. Also wirklich, wenn ihr markiert, nicht nur einen Punkt zu markieren, außer es ist ein sehr, sehr sauberer Punkt, vielleicht lieber ein kleines Kreuzchen, dass ihr ganz genau wisst, da ist das Zentrum von meinem Loch, was ich stanzen möchte. Und wenn ihr zum Beispiel mit Gürteln, Gurtbändern sowas arbeitet, kann ich euch absolut empfehlen, mit einem Handmaß zu arbeiten. Mit dem Handmaß habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, die Entfernung gut abzumessen. Und dieses kleine Mini-Handmaß hat hier oben in dieser Aufhängung, die man eigentlich im Laden braucht, nochmal so einen kleinen breiten Messer, dass ihr wirklich zentriert dieses Ding zum Beispiel auf euren Gurt oder euren Gürtel legen könnt und da ganz sauber auch mittig eure Löcher positionieren könnt. Also das Ding finde ich da super, super praktisch in Kombination mit der Lochzange. Neben den ganzen Techniken und irgendwie praktischen Momenten, in denen man ein Loch mit der Lochzange machen kann, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also ihr könnt auch zum Beispiel wirklich rein dekorativ mit dem Ding arbeiten. Ihr könnt zum Beispiel irgendwelche Lederstreifen oder Lederstücke, irgendwelche Stoffe, die nicht ausfransen, wirklich mit Löchern versehen, könnt Löcher in regelmäßigen Abständen setzen, also könnt wirklich was Hübsches damit machen. Ihr könnt Löcher machen, um Bänder durchzuziehen. Ihr könnt tatsächlich die auch zum Nähen nutzen, wenn ihr so mit dicken Bändern oder dicken Garnen, dicken Lederstücken nähen wollt, da könnt ihr damit wirklich perfekt vorstanzen und könnt dann ganz viel kreativ und dekorativ noch damit machen. Das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, weil man kommt ja mit der Lochzange nicht sehr weit ins Material rein. Das ist so, würde ich sagen, der einzige Nachteil, den man hier hat, wo ich sagen würde, da ist dann der Dreifuß wieder ein bisschen hilfreicher. Wenn ihr den noch nicht kennt, habe ich für euch oben nochmal das Video verlinkt. Da könnt ihr euch angucken, wie man damit arbeitet und auch, wie man damit eben Löcher stanzen kann. Da braucht ihr aber dann wieder die passenden Einsätze. Dementsprechend die simpelste Variante für, ich sag mal, 90% der Aufgaben oder der Löcher, die ihr zu Hause stanzen wollt, ist halt einfach mal das Gerät hier. Und das finde ich sehr hilfreich. Ich bin gespannt, wie ihr es findet, ob ihr sowas zu Hause habt oder ob ihr sagt, nee, das ist Schnickschnack, das braucht ihr nicht. Oder vielleicht arbeitet ihr auch einfach mit einer Ahle. Kann man ja auch. Ich finde tatsächlich die Lochzangenlöcher noch ein bisschen schöner. Und ja, lasst mich das unbedingt wissen unter dem Video in der Kommentarfunktion. Und unten findet ihr wie immer auch die Themenseite verlinkt zu diesem Video, den Gutscheincode, um auch noch ein paar Rabatte abzustauben und auch den Link natürlich direkt zur Lochzange. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Tschüssi!